what you're doing. You've left the nation. I have left the nation, yeah. So. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an und ich begrüße euch und Sie ganz herzlich zum Podium Die Kunst revolutionärer Realpolitik und neuer Klassenpolitik. Und ich bin Kerstin Wolter, ich bin aktiv hier in der Linken in Friedrichshain-Kreuzberg und auch im Bündnis für den Frauenkampftag, das jedes Jahr am 8. März die Demonstrationen hier in Berlin organisiert, und bin auch Mitarbeiterin der linken Vorsitzenden Katja Kipping. Und bevor ich jetzt meine wunderbaren Referentinnen und Referenten, die neben mir sitzen, vorstelle, wollte ich gerne noch ein paar Worte verlieren zur Debatte zum Thema hier in Deutschland. Und auch hier in Deutschland ist ja eine Debatte über neue Klassenpolitik entbrannt, und der Grund dafür liegt vor allen Dingen im Erstarken rechter Parteien in Deutschland, in Europa und auch in den USA, und der Zustimmung zur AfD hier in Deutschland aus Teilen der ursprünglichen Klientel der Linken. Und dabei kommen interessante Fragen auf, zum Beispiel, ob sich die Linke in den vergangenen Jahren zu sehr sogenannten Orchideenthemen wie Feminismus oder Antirassismus gewidmet hat und dabei eigentlich die Interessen der Arbeiterklasse oder Arbeiterinnenklasse vernachlässigt hat. Und in der Debatte wird halt eigentlich viel gegen Strohpuppen argumentiert, denn im Grunde dreht sich die Debatte ja nicht darum, ob die Linke beispielsweise nur oder keine feministische Politik machen sollte, sondern wie wir jene Menschen erreichen, deren Stellung im Produktionsprozess und der Gesellschaft das größte Potenzial für Gesellschaftsveränderung und die Überwindung des Kapitalismus haben. Und dabei spielt die Frage, was auch Arbeit ist, eigentlich eine zentrale Rolle, die aber auch in der deutschen Debatte noch sehr unterbelichtet ist. Und von dieser Debatte ausgehend kommt es zu allerlei Neu- und Fehlinterpretationen und auch zu zahlreichen Anrufungen einer wie auch immer aussehenden Arbeiterinnenklasse. Und ich würde sagen, dass die Debatte, die theoretische, vor allen Dingen theoretisch auch geführte Debatte der deutschen Linken, vor allen Dingen eigentlich aus einem Lack of Movement heraus resultiert, also einem Mangel an gesellschaftlicher Bewegung. Denn wenn wir in andere Länder gucken, während wir hier in Deutschland eben über verbindende oder weniger verbindende Klassenpolitik debattieren, ist zum Beispiel die Frauen in Spanien, in Argentinien und auch den USA ganz praktisch vormachen, wie eine neue verbindende und auch emanzipatorische Klassenpolitik aussehen kann. Und was schon seit Jahren in vielen Ländern passiert, auch nicht nur seit diesem Jahr, aber durch den sehr erfolgreichen Frauenstreik am 8. März in Spanien, an dem über 5 Millionen Frauen teilgenommen haben, ist endlich quasi diese Information, dass in vielen Ländern Frauen schon seit Jahren am 8. März und anderen Tagen streiken, auch nach Deutschland gekommen. Und da wir ja auch heute über revolutionäre Realpolitik sprechen wollen im Zusammenhang mit neuer Klassenpolitik, hat Rosa Luxemburg in ihrem Vorwort zu ihrer Schrift Sozialreform oder Revolution im Jahr 1899 geschrieben: Für die Sozialdemokratie, also die Sozialdemokratie von 1899, nicht die von heute, besteht zwischen der Sozialreform und der sozialen Revolution ein unzutrennlicher Zusammenhang, in dem ihr der Kampf um die Sozialreform das Mittel, die soziale Umwälzung aber der Zweck ist. Und was das Revolutionäre an heutiger Klassenpolitik und den Auseinandersetzungen um Klasse ist und wie die Klasse sich heute formiert und zusammensetzt, das möchte ich heute mit meinen Referentinnen und Referenten diskutieren und danach auch im Anschluss gerne mit euch und Ihnen. Und ich freue mich sehr auf diese Referentinnen und Referenten und möchte sie jetzt nun auch endlich vorstellen. Ganz rechts neben mir sitzt Titi Bhattacharya. Sie ist Professorin für Geschichte Südostasiens und Director of Global Studies an der Purdue University. Sie schreibt und forscht zu marxistischer Theorie, Geschlecht und Islamfeindlichkeit, und sie ist auch unter anderem Herausgeberin des Buches Social Reproduction Theory, Remapping Class, Recentering Oppression. Und sie war aktiv und schrieb zusammen mit anderen marxistischen Feministinnen über den Frauenstreik in den USA.
Herzlich willkommen, Titi. Genau, direkt rechts neben mir sitzt Sarah Leonard. Sie ist die leitende Redakteurin der US-Zeitschrift The Nation, eines der wichtigsten linken Meinungsblätter intellektueller in den USA. Und ihre Schwerpunkte sind Feminismus, Technologie bzw. auch technologische Entwicklung und Arbeit. Und sie ist Autorin auch verschiedenster Bücher, nämlich eins zu Occupy und ein Buch zu The Future We Want. Herzlich willkommen, Sarah. Und links von mir sitzt Bernd Rieksinger. Bernd Rieksinger ist Parteivorsitzender der Partei Die Linke und lange aktiver Gewerkschafter gewesen bei Verdi und auch zuletzt Geschäftsführer von Verdi Stuttgart. Und er hat auch vor kurzem zusammen mit seiner Mitarbeiterin Lia Becker ein Heft im VSA, ein kleines Büchlein veröffentlicht mit dem Titel For the Many, Not the Few, moderne Klassenpolitik. Herzlich willkommen, Bernd. So, und dann will ich auch gar nicht weiter länger reden und übergebe Sarah das Wort. Is that okay? It's wonderful to be with you all, and thank you for having me. I love a reason to be in Berlin. I want to thank the conference organizers and the translators for bearing with us. And I should say, I'm not actually editor-in-chief of The Nation, but I'm very happy to take the promotion. I'm thrilled to be here to have a truly international conversation about solidarity, and I really appreciate the Rosa Luxemburg Stiftung for making that possible with all this translation and the incredible organizing work here. Today is Marx's actual birthday, as you all know, so we got the best day of the conference. As you probably also know, Marx's reputation has undergone something of a resurrection in America. Around the time of Occupy, many of us, the terrible millennials, began to rediscover Marx and see all the ways in which Marxist analysis could explain the financial crisis to us and our own increasingly precarious situation. The press also took notice at that time. I remember I looked back at this being interviewed in 2013 for an article called A Generation of Intellectuals Shaped by 2008 Crash Rescues Marx from History's Dustbin. It was considered sort of a silly trend of some kind. And today, a socialist candidate for president has received over 13 million votes. So this raises some questions for us about whether we've moved from a certain kind of rethinking Marx to perhaps a new kind of praxis. And because we'll be having a longer conversation today over the course of our session about what new class organization looks like, I'm going to give sort of a bit of an overview of the American scene and where we've come since that time during Occupy in order to hopefully give a sense of the different emergent lefts and how they relate to each other. When we think back to 2010, the time of Occupy, there was a lot of unprocessed pain. The statistics were and remain pretty terrible, so $1 trillion in student debt, unemployment for workers under age 25 at 18%, and notably for black people in America who have not graduated from high school, 82.5%. We have the highest incarceration rate in the world by far, under 5% of the world's population and about a fifth of its prisoners. Although many young people are affected by the prison system, that population is aging because we give people such long sentences. We have more elderly people in prison than ever. So not only was there all this pain, but it didn't seem like we could do anything about it.
According to a now famous 2014 Princeton study measuring influence in American politics, economic elites and organized groups representing business interests have substantial independent impacts on US government policy, while mass-based interest groups, unions basically, and average citizens have little or no independent influence. And so in other words, there was a lot of pain and no way to make lawmakers respond, and that's a pretty volatile combination. We're seeing some of the results of that volatile combination today, of course, with the election of Trump. But the great thing about Occupy, of course, was that it transformed personal guilt, the feeling that you did something wrong and therefore were failing, into a big social problem. It radicalized people, it allowed people to think collectively, and to think of debt, for example, as not a result of bad judgment, but as a trap that was set for all of us. You know, prior to Occupy in the States, there was no useful collective term for the people who were oppressing us. Coming out of Occupy, we have the 1%. And it's easy to forget now how revelatory that was at the time. Plenty of Marxists, you know, a lot of us on the left had lots of arguments about whether 1% was a good term, you know. It's not actually that descriptive, it's not exactly 1%. You know, do we differentiate the rentier class? How do we sort this out? It turned out people liked the 1%, and that's actually worked out fine for us. It's worth noting that then after the breakup of Occupy, really the next big social movement wave in America was the movement for Black Lives. And again, this took a problem that had existed for a very long time, police shootings and brutality, and brought it to light as a collective systemic problem. A couple of years ago now, the movement put out a platform endorsed by many movement groups linking a safe future for Black people in America, not just to changes in policing, but to wages, jobs, healthcare, and more. And if you look at this platform, which is still used by the movement today, you'll see that it has, I would say, almost everything in common with the Democratic Socialists of America platform. Albeit in slightly different language. But this was a very important document for linking together racial oppression with economic oppression and actually proposing transformations of the economic system to address them. That movement, the movement for Black Lives broadly, but you know, bringing it down to specific groups like Black Youth Project 100 in Chicago, has engaged in big coalition work, like supporting the teachers' strikes in Chicago, or getting rid of a bad district attorney who is protecting police. The movement made the best use of the 2016 election by showing up at every candidate's events, including Bernie's, and challenging them on the issues, especially around policing. And 2016 candidates were forced to respond in one way or another to their issues. They really showed what an election could be exploited for. And again, the movement took this problem out of the realm of personal tragedy and made it systemic, raised awareness in America in a way that has not gone away. And then finally, we had the Sanders campaign, which was wildly popular with millennials. If you're a millennial and you voted in America, you almost certainly voted for Sanders. And more millennials voted for Sanders than Trump and Hillary combined. And that's men and women. So when we go on to talk later, I think, about identity politics versus class politics, I think it's clear that many millennials who consider themselves strong feminists, like myself, happily voted for Sanders and so saw no contradiction in that. We can talk about that later. It was a subject of much controversy for us in the States. And Sanders introduced many Americans to the idea that there is a different sort of politics called democratic socialism that might be more satisfying than the two-party system they are dealing with. According to a Pew poll, more millennials have a favorable view of socialism than capitalism in the States. And after the election, membership in Democratic Socialists of America surged. What felt like disorganized satisfaction had crystallized into a sort of quasi-socialist vision of a much freer, less fearful society.
I think the challenge we're facing now and the challenge that creates more concrete conflict on the left is it's sort of now time to put meat on the bones of this generation's intuition that to be more free, democracy must be extended to the economic realm. You know, Sanders was a wonderful candidate and I think broadened the window of what people were allowed to think about politically in America, but we might wish for a more radical platform than that he put forward, and we might also begin to think more clearly in the realm of international solidarity than perhaps he put forward during his campaign. When I think about the way that capitalism is practiced in the US right now, what I primarily think of is a complete withering of freedom. You know, not yet unionized warehouse workers who are timed to the second and denied bathroom breaks, unpredictable shift work that means you're accountable to the boss all the time and it's impossible to be accountable to your family or your community, the rise of the gig economy. All of this means that the work presses further and further into life, and the stuff of a healthy democratic society begins to fail. And one of the things we all talked a lot about during the women's strike was the fact that as the economy takes away more and more freedom, the actual work of sustaining healthy communities, relationships, families, that's where the pressure falls. And that's what becomes difficult, that reproductive labor. And frequently, of course, that falls onto women to maintain all of those relationships while at the same time working for wages. And in the States, the way we've solved this, of course, is through the labor of women of color who come as immigrants, often undocumented, and are horrifically underpaid to care for other people's children while everybody else works for wages all the time. And so the full weight of this bad system falls hard on the back of the most vulnerable people. So in moving forward in building a left under Trump, Trump has certainly unleashed fresh forces of destruction. But while much has been made of Trump's appeal to white working class voters, his constituency is actually mostly made up not of the white working class, but of white people making $70,000 and up. Small business owners, for example, on up to the rich white men who always voted Republican. He's emboldened white supremacists, something I know you all are dealing with here as well. And ICE's brutal roundups of immigrants is tearing families apart every single day. This, of course, happened under Obama, too. I will not list the whole litany of Trump's crimes here, since I'm sure you're familiar, but let's just say we had planned on fighting with Hillary, and we obviously would have preferred it. Trump has given us an opportunity, though. He has woken up people who thought that things were basically fine. Middle-class voters are now joining groups like Indivisible, which is largely about, you know, calling your congressman and so forth. It's not terribly radical. But they're finding themselves in coalitions to, for example, protect healthcare with people from Democratic Socialists of America, or the Working Families Party, or Black Lives Matter groups. They're suddenly getting a more radical political education, whether they intend to or not. And we should be in favor of this. This is good. So in the years coming up, I think I was going to talk a little about the teacher strikes, but I think you're really going to talk about the teacher strike. Some of you have perhaps followed some of the wildcat teacher strikes happening in the States. And this really, really brave movement garnered national headlines and a flood of support. And it showed the stirrings of a reinvigorated labor movement that could lead on the left, something millennials are learning about despite having a low chance of belonging to a union. And there was a quote from one of the teachers who is on strike saying, "People are starting to get angrier and remember our history and remember our roots." You can see this in the strikes across the country, including in Chicago against Rahm Emanuel. The rise of a more militant unionism is something to watch. There's a sort of annoying habit in America that I know happens here too, of comparing the new left and the new right as sides of the same coin. Nothing could be further than the truth, and I find this extremely irritating. Trevor Noah, you know, celebrity talk show host in the States, annoyingly warned the left, "Don't become the people you hate."
In other words, you know, don't get all crazy like the right is doing. So we should be clear, the rising far right in America anyway loves the police, loves hierarchy, loves a small number of rich people like Trump. It wants to protect whiteness, authority, and money. The new left wants to create a material basis for freedom. And we are committed to bringing these different movements together that have all been on the rise since the financial crisis together in order to do that. We want a world that's not just free of exploitation, but full of choice. To keep or leave a job, to have time to take part in democracy in your community, and to study and learn away from the long shadow of debt. This feels a long way off, but when you look at the diverse movements and the power that they have, rising in the wake of the financial crisis and gaining strength after Trump, we have a lot to work with. And I hope that we're going to talk about how those different movements are going to intersect going forward. Thank you very much, Sarah. Und dann gehen wir einfach, machen wir direkt weiter mit Titi. Thank you. Thank you to the Rose Luxemburg Stiftung for inviting me here, and particularly on this session for uniting me with my IWS comrade Sarah here, who it wasn't said in her introduction, but Sarah was one of the leading voices in the international women's strike both last year and this year. So it was a So you need to take her insights very seriously, because she's just not talking, she's actually done the work. I'm going to go back and kind of follow through from Sarah, because I think the moment of Trump was a very important moment for us, and the way we have talked about it within the new feminist movement in the United States is, especially, is we are against Trump. We said this throughout the moments of the strike. We said we are against Trump, but we are against the conditions that created Trump. That Trump was a kind of a vicious cherry on top of a cake that had been baking for very, very long. So that's the perspective through which I want to go back and share with you. The day after the elections of Donald Trump, I interviewed a whole range of domestic workers and low-wage workers in Indiana, which was one of the part of the Rust Belt that went heavily for Trump. So I'm going to start with the voice of Mary, who's a house cleaner in Indiana. She is on $12 an hour and no benefits. She's the mother to four children, one of them disabled. She's white and about 30. She voted Trump because she told me, and I quote, she could never vote for Hillary. She sounds like my boss, John. I feel she's lying all the time, unquote. I'm going to talk again. What she told me is that no one in her town in Indiana has any jobs. And she continues, Warren County, Fountain County, every house has more unemployed people than ever. The Ford factory near Bloomington was where many of my family members worked. My uncle Frank worked there for 32 years. They let him go with 6 months of pay. He had never learned to do anything else. If Trump lowers the taxes, maybe Ford will come back again. But why did you vote Trump specifically? I asked her. And she said, because Hillary had never had to worry about money. And so that was one of her main reasons. But Mary saved her most stunning comment about the elections when I asked her about Trump's comments about women and people of color. And she said, if I was alone in a room with him without a moment's hesitation, I would hit him. I cannot stand him. And I would let him come nowhere near my daughter. Like Mary, many workers of the Momentive chemical plant in Saratoga County in New York had voted for Trump because of his economic promises. That obviously did not turn out well.
commonsensically, then, there are two explanatory tropes for this class logic of Trump voters. The first is what I shall call a class against race argument. The Washington Post reported that white workers voted for Trump because they're racist. The second trope is similar, but with a significant twist, which I shall call the class above race argument. And The Guardian, in an article ludicrously titled, "Trump is no fascist, he's a champion of the forgotten millions." And this approach was that America is divided between the elites and everybody else, and Trump's election was a rejection of the elites. So in a way, this is like a validation of Trump's class vote. What both of these tropes have in common are two things. One, holding the white working class responsible for Trump's victory, and two, positing the white working class as privileging bread and butter issues, for instance, wages, benefits, etc., over social issues, racism, police brutality, sexual violence. The most substantial response to this eternal perdition of the white working class was provided by Kim Moody right after the elections, who showed that despite the fact that Trump got 58% of the white vote, and irrespective of the fact that he won the key Rust Belt states, as Sarah pointed out, it was upper income groups who were overrepresented in the voting electorate as a whole, and both candidates drew a disproportionate part of their vote from the well-to-do, with Trump a bit more reliant on high-income voters. Indeed, even The Economist, not known for its defense of the working class, concluded, and I quote, "The idea that it is the mostly the poor, less educated voters who are drawn to Mr. Trump is a bit of a myth," unquote. But as the comments of the various workers, like Mary and various workers in these plants show, a section of the white working class, albeit small, did vote Trump. This lived experience of the US working class encapsulates two things: a general set of social relations capitalism generate, and B, a very specific ideological work neoliberalism has done, both of which I think we need to be particularly attentive to in this period. So as we know, and I'll summarize here because I have less time, that capitalist social relations generate both collective solidaristic action and other opposing forms of practices that pit sections of the working class against one another. The very nature of accumulation dictates competition within the working class and ensures that previous histories of race and gender are reinvented and recrafted to serve capital. So this is, while these processes are always true, it is worth paying attention to political forms specific to the neoliberal moment that exacerbates and consolidates these structural imperatives of capital. While agreeing with the mainstream media's Rust Belt decline thesis, I would propose that the decline in wages and living conditions for the US working class has had a special inflection. Capital has waged a class struggle against the working class, both nationally and globally, in two related ways, not just on wages. One is at the point of production or in workplaces by breaking unions, lowering wages, but two, by attacking the means by which the worker needs to replenish her labor power through food, shelter, and social services. Further, that since capital has so far been fairly successful in achieving the first, which is breaking unions, much of working class struggle in the neoliberal period, at least in the global north and the south, parts of the south, has taken place in the sphere of the second, which is social reproduction, in fights for food, water, shelter, schools, healthcare, against police brutality, mass incarceration, and so on. But what do social reproduction politics really look like? So to the extent that conventional labor organizing and strikes have been focused on wages, working conditions, benefits, and pensions, let's think about pensions. This is about not just about care of the workers who are working, but it is a care for the future and the future of workers. These are then
these kind of issues are then implicitly about social reproduction of the working class. However, these kind of issues are rarely thought of as social reproduction issues. And even more rarely have they responded to these social oppressions or the colonialism and ecological relations that social reproduction theory highlights as constitutive of capitalist social relations. I mean, talking about ecology, we just saw, I don't know if you have seen the recent news, you must have seen it, that in one of the Western European countries, I'm now forgetting where, but the state is cutting down trees across vast tracts of land. Why? So that refugees won't be able to hide behind trees. So such issues of, you know, things that lie outside of the question of wages is usually considered to be outside the purview of the labor contract and therefore not directly relevant to union organizing and contract negotiations. But social reproduction theory, however, reminds us that capitalism relies not just on paid labor, but also crucially on the unpaid and low-waged and or forced labor needed to reproduce workers. And the capitalist system harnesses that labor to meeting its goals of accumulation by dispossessing all workers of the means of their own sustenance and degrading the condition of workers' social reproduction. But, however, the tendency of many of the Marxist left that Sarah talked about and within social movements has been to separate out the politics of social oppression from labor politics. And this is what I call playing class against oppression, which is a dangerous game and has led to a deracination of a robust left emancipatory project. So for instance, many in theory recognize that, I was just reading a left newspaper this morning actually, which was trying to celebrate Marx's birthday, and so the editorial went that we of course recognize that Black Lives Matter, Palestine, revolution in Egypt are all very, very crucial movements, but we cannot forget that the emancipation of humanity lies in the hands of the working class, as if the Occupy movement, Egyptian revolution are somehow not class struggles, but struggles of a different shade. In practice, this has played out disastrously, and I want to talk about a specific issue which in the recent wave of teacher strikes, and I hope all comrades here will follow the anatomy of these strikes, because they are some of the most inspirational moments of recent American history, or even I would go as far as to say global history, because these teachers, 75% of them are women, are not just standing up to their union leadership, so in other words, going wildcat strikes, but also standing up to the most powerful state forces, Koch brothers and so on, in their local state politics. So Kentucky, Louisville in Kentucky is one of the urban areas of the state where we have a presence of teachers of color, which the rest of the state of Kentucky does not have. So I went to Kentucky. I was in West Virginia before then as the teachers won their strike. Now, West Virginia is a 93% white state. So race did not come up as a major issue in terms of the organizing and the demands. Gender did, but not race. I went particularly to Louisville because I was hearing from the various teachers that I was in contact with that in Louisville, in Kentucky, the struggle was for pensions, so not to gut their pension plans for a better pension system. And what we heard was that teachers of color, especially black teachers, and movements such as Black Lives Matter were raising contentious issues which were trying to divide this unified movement for pensions. And that contentious issue happened to be race. So I thought, well, I have to go and talk to some teachers of color and see how this is a contentious issue. And that's where, for the first time, the mainstream media had been, even the left media had been reporting on Kentucky
all along, but that was the first time when I walked into the classrooms of these teachers of color and students of color that I learned of this particular bill, HB 169, that was being passed along with the pension bill. And HB 169 was a bill, and this was being passed in the same legislature that was passing the pension bill. It gave the police the right to stop and frisk a group of three or more people suspecting of being gang members. And so you know what that is code for in a state that already Kentucky disproportionately incarcerates African Americans, not to mention a state whose incarceration rate is growing faster than almost any other state in the country. So in this context, they were passing the gang bill, as it was popularly called, in order to keep the citizens of Kentucky safe. So the teachers I spoke to, they said, so I said, how is this related to your classroom? They said, look at my classroom. The vast majority are students of color. If they do not feel safe, if they are recruited as a school to prison pipeline, how are they going to be learning if there is no food to eat, if their parents are being murdered, if their houses are not safe, if they're being arrested? Then those are the primary issues that we need to talk about before we talk about classwork, homework, and curriculum. Said, who is going to, I have already buried a student who's 14 years old in police violence. In such a situation, who is going to eat the bread from a bread and butter wage struggle if you're dead at 14? So this was the context in which they were arguing that now that there is a tool, a leverage that we have, which was the sick out movement, they were calling in sick and closing down schools, we have this leverage now against the governor. We should use that leverage to push through both our pension bill and this racist bill, because both are connected to a general attack on public education. Thanks. So race is not an add-on to the struggle for wages in these strikes. It shapes the terrain of struggle. In all of these states of teachers' revolt, Arizona, Oklahoma, and Kentucky, an increase in the concentration of students of color is associated with a decrease in dollars spent per pupil. While Latino students make up the largest ethnic group in Arizona schools, schools with a high Latino population receive less funding compared to schools with lower Latino enrollment. Students in states like Arizona fear every day, where they just won the strike actually, fear every day whether they or their classmates will be deported by ICE. Social reproduction theory then that pays attention to both the sphere of reproduction of labor power and the wage struggle urges us to do the opposite, which is unite these moments of struggle into understanding a vision of social emancipation that deals with the totality of capitalism rather than particular sectoral pieces of it. But what does it look like concretely, and how do we go about doing it? So the easy answer to that those answers will be given on the streets by struggling workers and anti-racist activists, but we can at least point towards some markers on this map that we would like to see. In the US in particular, but also in many parts of the world, the strategy of union leaders in the post-war era has been to manage capitalism rather than fight it. The concept that undergirds this strategy is that workers and bosses share a common interest, and therefore what is needed is fair negotiation between the parties. The labor contract has thus been the central focus of union leaders. This model of unionism, or business unionism as it is known, has done grievous injury to the labor movement by severing, disconnecting the issues of the workplace, wages, contract, from the issues that shape the social life of the union members. Union struggles became sectoral struggles dealing only with the categories covered by the holy contract, forgetting that the categories themselves were invented to keep strikes and insurgents at bay.
questions of race and gender that not only shape the lives of workers, but also shape the wages they received, were scrupulously removed or downgraded from the realm of legitimacy. It is thus no wonder that union membership declined rapidly, not just in the US, but across the globe where this kind of tendency was seen. It is true that workers struggle for the wage because they want bread and butter, but both of those, bread and butter, are food items necessary for life. This kind of union organizing forgets or ignores a crucial prerequisite: that the working class's desire for sustenance is the determinant for struggle, not merely its consequence. Struggle is about improving the life of workers in all its multi-gendered, multi-racial, untidy expressions, not just about the contract. And so I think what we are seeing in the new strike wave, and I want to say that you will notice that a lot of the strike wave is actually in the social reproduction sector, by teachers across the US and in Latin America, by nurses similarly across the US. And what we are seeing in the new strike wave, and you know, even lecturers and faculty in the UK just struck, what we are seeing in the new strike wave is this mechanical and blind relationship between wages and life is being challenged. That as if people are fighting for wages rather than understanding that wages are simply a means to life. And right now, wages actually can no longer pay for life in the United States anyway. In many places, Black Lives Matter activists are lending crucial support to the striking teachers. And gender has played a central role in how both the attacks on public education and the strikes have been shaped. And it's not just in the teachers' sectors, but also I know, for instance, some comrades in the Teamsters in New York passed a resolution that they would defend their members against ICE raids, so against deportation. So this is the kind of union organizing and community organizing that we want to see go forward. There is a beautiful labor song that I heard as a child, which was from the United States, even though I didn't grow up in the United States, that I heard as a child that kind of is about this sort of an unified, unitary aspect of struggle, which is about social power for the working class. It says, it's about striking, and the singer says, we are striking, my children are many in number and they're starving, so milk, milk, we're striking for bottles of milk, or shoes, shoes, we're striking for pairs of shoes. So in other words, the strike is not about contract negotiation, it is about improving the life of workers. And I think the feminist struggles, the anti-racist struggles, and right now struggles in workplaces by women and minorities is bringing back the question of how the struggle is about bread and roses, not bread or roses. Thank you. Thank you very much, Titi. Und nun komme ich zu Bernd, der direkt im Anschluss dran ist. Ja, vielen Dank für die tollen Vorreden. Wir haben auch natürlich in der Linken inzwischen wieder eine Klassendiskussion, die ich sehr begrüße, die natürlich auch ein paar schräge Züge hat. Der Hintergrund ist, dass wir bei den letzten Wahlen stark gewonnen haben im städtischen Milieu, in der sozialen Arbeit, bei jungen Leuten in urbanen Gegenden und verloren haben bei den Erwerbslosen und bei den Menschen, die sich als klassische Arbeiter bezeichnen. Das ist eine Selbstbezeichnung. Und dann gibt es eine Debatte in der Linken, hatten die Linke jetzt die Arbeiterklasse verloren und wird die auch so eine Hipsterpartei wie die Grünen oder andere und tut eher gehobene Mittelschicht organisieren. Ich halte diese Debatte für falsch, aber begrüße es sehr, dass wir wieder über Klassen reden innerhalb der Linken. Und ich muss natürlich jetzt ein bisschen meine Klassenanalyse verkürzen,
Ich habe einen sehr weitgehenden Klassenbegriff, dass ich sage, alle, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, also von ihrem Lohn leben müssen, weil sie nichts anderes haben, keine eigenen Produktionsmittel besitzen, kein Kapital besitzen, sind für mich Teil der arbeitenden Klasse oder der Arbeiterinnenklasse, außer denen, die dann, wenn sie ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, eine unternehmerische Tätigkeit haben, also im Interesse quasi der Unternehmer oder ihrer Interessen tätig sind. Das ist ein sehr weitgehender Begriff, der auch nicht überall geteilt wird. Es gibt Leute, die sagen, ja, nur die, die Werte produzieren, das halte ich aber eher für schlechten Ökonomismus. Da kann man sich, glaube ich, nicht mal mehr auf Marx berufen, der auch ja vom Gesamtarbeiter geredet hat und da einen sehr viel weitergehenden Begriff von gesellschaftlicher Tätigkeit gehabt hat. Manche sagen, es müssen ähnliche Lebensbedingungen da sein und verwechseln Klasse mit Milieus. Natürlich gibt es innerhalb der Klassen ganz verschiedene Milieus und ganz unterschiedliche Lebensbedingungen. Das war aber im Übrigen auch bei Beginn der Industrialisierung nicht anders. Meine These wäre jetzt, dass in Deutschland die Arbeiterinnenklasse so groß ist wie noch nie. Wir haben praktisch 45 Millionen Erwerbstätige, Beschäftigte, Lohnabhängige, mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Diese Klasse hat sich in den letzten 30 Jahren in ihrer Zusammensetzung sehr stark verändert. Sie ist erstens viel weiblicher geworden. Vor 30 Jahren hatten wir noch 40% der Frauen in Erwerbstätigkeit. Heute sind es über 70%. Im Osten waren es mal 90, sind es jetzt auch 70. Die ist viel migrantischer als vor 30 oder 40 Jahren. Also viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund oder Migrantinnen und Migranten arbeiten dort. Sie ist deutlich prekärer als vor 30 oder 40 Jahren. Sie ist überwiegend im Dienstleistungssektor, also während in den 60er Jahren noch 60% in der Industrie waren, sind es heute noch 18%. Natürlich muss man die Zahlen ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil viele industrielle Tätigkeiten früher zur Industrie gehört haben, heute ausgegliedert sind. Aber trotzdem sind 70-75% im Dienstleistungssektor und sie ist auch ein Stück weit sehr viel gebildeter. 50% eines Jahrgangs machen heute Abitur und die landen überwiegend nicht in der gehobenen Mittelschicht, sondern werden ja die künftigen Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen sein und haben oft prekärere Arbeitsverhältnisse und schlechtere Bezahlungsbedingungen als ihre Eltern, die vielleicht Facharbeiter in der Automobilindustrie waren. Zum Beispiel haben wir heute 6 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen und noch 2,7 Millionen Beschäftigte in der Automobilindustrie und der Zuliefererindustrie. Jetzt kann man ja schlechterdings nicht sagen, dass eine Pflegerin im Krankenhaus weniger Arbeiterinnenklasse ist als der Facharbeiter in der Automobilindustrie. Also die gehören für mich beide dazu. Oder man kann auch nicht sagen, die im privaten Krankenhaus ist Arbeiterinnenklasse, weil sie Profit produziert und die im öffentlichen Krankenhaus ist aber nicht, weil sie dort keinen Profit organisiert. Also die gehören für mich beide dazu. Jetzt zur Formation dieses Kapitalismus. Der Kapitalismus, den wir sich in den letzten 20, 30 Jahren herausgebildet hat, hat aber diese Lohnabhängigen oder Arbeiterinnenklasse sehr stark gespalten und sehr stark fragmentiert in ganz unterschiedliche Beschäftigungsgruppen. Also wir haben heute eben viele Beschäftigte in der Leiharbeit, viele in struktureller Unterbeschäftigung, in Teilzeitkräfte und Vollzeitkräfte, Mini- und Midi-Jobber, in Werkverträgen, wo sie eigentlich nicht zum Betrieb gehören oder in anderen untypischen Arbeitsformen und auch Kernarbeiter. Und ich sage mal, diese Formation gehört quasi, hat nicht mehr was zu tun mit konjunkturellen Entwicklungen, sondern in die Struktur der Betriebe und der Dienstleistungsorganisationen eingeschweißt. Fast jeder Betrieb kalkuliert heute nur noch mit 60% als Beispiel Kernbeschäftigten. Der Rest sind praktisch Leiharbeiter, Abrufkräfte, Werkverträge, Solo-Selbstständige, Subunternehmen und viele andere prekäre Formen, die drumherum kreisen und natürlich eine
große Auswirkungen auf den Zustand quasi der Beschäftigungsstruktur haben und auch auf die Macht oder inzwischen immer größere Ohnmacht der Gewerkschaften, die in diesem Prozess erheblich geschwächt wurden. Und diese Form praktisch der verschiedenen, des verschiedenen Zugangs zur Lohnarbeit und der Prekarisierung und der Aufspaltung und der Spaltung wird natürlich ganz unterschiedlich verarbeitet. Zuvor möchte ich aber noch eine andere These einführen, bevor ich dann näher darauf eingehe, was auch verbindende Klassenpolitik heißt, dass natürlich auch die tatsächlichen Kämpfe innerhalb der Lohnabhängigen sich dramatisch verändert haben. Die sind auch weiblicher geworden, migrantischer, viel mehr im Dienstleistungsbereich und auch viel stärker von prekären Arbeitslohnabhängigen oder die irgendwo so an der Schwelle zwischen, an der Grauzone zwischen prekär und nicht prekär stehen. Ich habe selber als Gewerkschafter sehr viele dieser Kämpfe organisiert. Das sind natürlich nicht nur Streiks, aber ganz stark Streiks. Und während wir früher natürlich den Blick hauptsächlich gerichtet haben auf die industriellen Arbeiter, die die großen Streiks gemacht haben, um Lohnfortzahlung, um Arbeitszeitverkürzung und insbesondere der IG Metall, sind diese Kämpfe eher geringer geworden. Die IG Metall hat sich jetzt wieder zurückgemeldet mit ihren Streiks. Es war auch beachtlich mit 1,4 Millionen Streikenden, praktisch in der letzten Bewegung. Aber zuvor hatte sie 16 Jahre nicht mehr gestreikt. Zuvor waren die Hauptstreiks im öffentlichen Sektor. Dort waren sie klassisch früher immer von den Müllwagern, von den Straßenbahnern, von den Bauhöfen. Heute ist mit die stärkste Streikgruppe sind die Erzieherinnen, die auch noch die längsten Streiks gemacht haben, über 6 Wochen, zum Teil über 9 Wochen. Oder wir haben ganz große Streiks gehabt bei den Verkäuferinnen im Einzelhandel um Tarifverträge, die zum Teil sich über ein Jahr hinzogen und wo eine Verkäuferin bei H&M 70 oder 80 Streiktage in einer Tarifrunde auf dem Rücken hatte, mehr wie heute ein Daimler-Arbeiter in seinem ganzen Leben. Es soll jetzt nicht das Geringschätzen oder gegeneinander stellen, einfach den Blick drauf richten. Oder in den Flughäfen streiken eben nicht nur die Piloten oder die Flugkapitäne, sondern inzwischen das Sicherheitspersonal, wo man sein Gepäck durchschleusen muss, sein Handgepäck und sich selber, oder die Bodenverkehrsbetriebe, also die, die praktisch das Gepäck abwickeln, die die Flugzeuge abfertigen und viele, viele andere mehr. Also wir haben praktisch Streikbewegungen und Kämpfe auch in Bereichen, wo früher überhaupt nicht dran gedacht werden konnte. Also es haben sich völlig neue Gruppen von Beschäftigten organisiert, formiert und zum Teil viel härtere Kämpfe und Auseinandersetzungen geführt als die klassische Industriearbeiterschaft. Oder nehmen wir die Pflege, der Streik bei Charité um mehr Personal, um eine tarifliche Personalbemessung, ein ganz interessanter Streik, in dem sich auch praktisch Patienten und Beschäftigte zusammengeschlossen haben für gemeinsame Interessen. Die zweite These dieser Kämpfe ist, dass sie deutlich mehr im öffentlichen Raum stattfinden als früher. Also wenn Verkäuferinnen streiken oder öffentliche Dienstbeschäftigte streiken, hat es immer einen politischen Charakter. Die meisten Streiks sind öffentliche Streiks mit öffentlichen Kundgebungen, mit neuen Streikformen. Sie sind auch demokratischer organisiert im Allgemeinen, also keine Tapezierstreiks, wo man das Streikgeld kassiert und dann das Wohnzimmer tapeziert, sondern aktive Streiks, wo immer die Öffentlichkeit in irgendeiner Form mit einbezogen wird und haben auch einen stärker politisierenden Charakter. Ich glaube, wenn man über Klasse redet, gibt es ja immer eine objektive Kategorie, aber auch immer eine subjektive, das heißt, wo bildeten und organisiert sich denn diese Klasse und haben wir als Linke auch einen Blick drauf, auf das, was sich dort alles rausgebildet hat. Und was sich dort rausgebildet hat, ist im Großen und Ganzen beachtlich und verdient, dass wir diese Kämpfe befördern, vorantreiben und auch miteinander verbinden. Aber es ist natürlich unter diesen Bedingungen der Spaltung und Fragmentierung nicht das Normale, dass sich die Leute verbinden und miteinander streiken. Im Übrigen gehen diese Streiks immer um höhere Löhne
und um stärkere Regulierung der Arbeit, weil dort starke Deregulierung stattgefunden hat, oder um die Aufwertung sozialer Arbeit oder Frauenarbeit. Also wenn die Erzieherinnen streiken, geht es auch darum, dass sie als Branche, wo überwiegend Frauen arbeiten, viel weniger verdienen als in der industriellen Arbeit und dass sie das nicht mehr akzeptieren wollen und eine Höherwertung ihrer Arbeit erfahren wollen und auch eine bessere Bezahlung. Ich finde übrigens ganz wichtig, dass diese Kämpfe stattfinden und auch mit dieser mit diesem politischen Zusammenhang verbunden werden. Aber es ist natürlich nicht immer das Normale, dass die Leute ihre Interessen miteinander verbinden, sich zusammenschließen, sondern die Spaltung führt natürlich auch zu gegenseitiger Abgrenzung. Ich erzähle immer gerne die Geschichte von Klaus Dörre, der in einem Automobilwerk in Baden-Württemberg, ist glaube ich nicht so schwer zu erraten welches, eine Befragung zu prekärer Arbeit gemacht hat. Und er hat dann die Beschäftigten in einem hochgewerkschaftlich organisierten Betrieb gefragt: Eine Gesellschaft, die alle mitnimmt, ist nicht überlebensfähig. Und in diesem Betrieb, der durchaus zur Solidarität innerhalb der Belegschaft in der Lage ist, haben 51% diese Frage bejaht. Sie hat also gesagt, wenn wir alle mitnehmen, sind wir nicht überlebensfähig. Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass diese Leute in der Industrie ständig drauf gedrillt werden in dieser neoliberalen Logik. Ihr führt einen dauerhaften Konkurrenzkampf mit anderen Beschäftigten, anderer internationalen Betriebe, und wenn ihr besser seid, produktiver seid, mehr leistet, runtergebrochen oft bis in die kleinste Einheit, dann kriegt ihr auch noch eine Prämie, dann seid ihr erfolgreich, und alle, die nicht zu diesem Erfolg beitragen, die Hartz-IV-Bezieherinnen, also die Erwerbslosen oder vielleicht auch die Leiharbeiter oder andere Gruppen, gehören dann nicht dazu. Von denen grenzt man sich ab. Das ist im Übrigen ein klassischer Mechanismus auch der Rechten. Also die Rechten leben auch von der Abgrenzung zwischen den Leuten, zwischen Deutschen und Migranten überwiegend. Ihr erinnert euch vielleicht, der Höcke, der hat gesagt, die neue Arbeiterklasse ist nicht, Arbeiterpartei ist nicht rot, sondern blau. Und der Kampf geht nicht mehr zwischen oben und unten, sondern zwischen draußen und drinnen. Also in Abgrenzung quasi zu den Flüchtlingen. Und die Abgrenzung nach unten folgt dem gleichen Mechanismus wie die Abgrenzung nach draußen. Also die gehören nicht dazu. Die Aufgabe der Linken ist, mit diese abgrenzenden und voneinander trennenden Elemente praktisch zu überwinden, politische Positionen aufzustellen, die Interessen der verschiedenen Gruppen der Lohnabhängigen und auch der Erwerbslosen miteinander verbinden. Dass der Leiharbeiter mit dem Kernbeschäftigten gegen die Leiharbeit kämpft. Sie sich nicht voneinander abgrenzen, dass der Befristete mit den Unbefristeten gegen die Befristungen kämpft. Dass die unterbeschäftigt sind, mit denen, die überbeschäftigt sind und Überstunden und Mehrarbeit machen, für ein anderes Arbeitszeitsystem kämpfen, für kürzere Arbeitszeiten für alle, aber wo auch alle genügend Arbeit haben. Das ist die Aufgabe der Linken, das herzustellen. Wir haben da ein Konzept entwickelt, das nennt sich Neues Normalarbeitsverhältnis, wo wir diese verschiedenen Interessengruppen der Beschäftigten miteinander verbinden. Also die Prekären mit den Nicht-Prekären, die Erwerbslosen mit den Arbeitenden. Und es folgt ein paar Prinzipien. Mir fehlt jetzt die Zeit, das alles näher zu erläutern, aber es geht um die Prinzipien, dass es eben normal sein muss, dass alle von ihrer Arbeit leben können, eine Rente ansparen können, die ihren Lebensstandard sichert, dass alle unter Tarifverträge fallen und sozialversicherungspflichtig sind, dass Leben und Arbeiten miteinander in Übereinstimmung gebracht werden kann, also nicht die einen zu wenig Arbeit haben, die anderen zu viel arbeiten müssen, und wir deswegen ein Konzept der kurzen Vollzeit entwickelt haben, wo die Arbeitszeit um die 30 Stunden kreist und nicht wie heute um die 40 Stunden. Wir haben gesagt, die Leute müssen ein ganzes Leben lang ihre Arbeitskraft verkaufen können und dürfen nicht in kürzester Zeit verschlissen werden. Die Frauenarbeit muss aufgewertet werden,
Frauen verdienen bei uns immer noch über 20% weniger wie durchschnittlich Männer. Und es hat sehr viel mit diesen Branchen zu tun, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind. Und wir verbinden das auch mit einer Demokratieoffensive, dass wir sagen, das muss auch mit mehr demokratischen Rechten versehen werden, mehr Mitbestimmung bis hin zur Wirtschaftsdemokratie. Diese Ansätze sind geeignet, sowohl gewerkschaftlich organisierte Leute wie feministische Gruppen, wie Erwerbslosengruppen, wie Flüchtlingsorganisationen zusammenzubringen und ihre Interessen miteinander zu verbinden unter einer Klasse. Und Klasse hat ja immer dann einen Sinn, wenn man auch weiß, gegen welche andere Klasse man kämpfen muss. Also dass man sich nicht von den Flüchtlingen abgrenzen muss und die zu Sündenböcken machen muss, sondern sich bewusst ist, dass die Klasse der Arbeiterinnen eben kämpfen muss gegen die Klasse der Kapitalbesitzerinnen oder Kapitalbesitzern. Das ist ein anderer Ansatz natürlich, ein linker Ansatz für Klassenpolitik. Ich will noch das aufgreifen, was die Titi gesagt hat, dass natürlich es nicht ausreichend ist, nur auf das Verhältnis Lohn und Arbeit zu schauen, sondern dass man natürlich den ganzen Menschen im Blick nehmen muss und das die Arbeiterbewegungen im Übrigen in ihren guten Zeiten immer gemacht hat. Mit Konsumvereinen, mit Kulturvereinen, mit Arbeitersport und vielen anderen Dingen. Und heute spielt natürlich der Reproduktionsbereich eine große Rolle, also zum Beispiel Mieten und Wohnen. Es ist ein wichtiger Kampf für bezahlbaren Wohnraum und für mehr Sozialwohnungen einzutreten, weil dir das gar nichts nützt, wenn du mehr Lohn hast und verlierst sie dann wieder bei der Mieterhöhung. Oder Zugang zur Gesundheit, zur Bildung, zu gebührenfreiem öffentlichen Personennahverkehr. Das macht im großen Teil, auch die Lebensqualität und den Wohlstand der Menschen aus, nicht nur Lohn- und Transferleistungen. Und da finden heute natürlich auch Kämpfe statt und Auseinandersetzungen, zum Beispiel die Mieterdemonstrationen jetzt hier in Berlin, wo 25.000 Leute für bezahlbaren Wohnraum gegen die Gentrifizierung und gegen Mietenspekulation auf die Straße gegangen sind, aus ganz unterschiedlichen Milieus. Und die letzte oder vorletzte These wäre, dass wir natürlich diese zwei Felder der Kämpfe miteinander verbinden müssen. Und da geht es natürlich auch um Klassenpolitik. Alles, was du praktisch an sozialem Wohnungsbau machst, an Gesundheitsvorsorge, musst du auch über die Verteilung des Reichtums quasi der Kapitalklasse abtrotzen. Das ist dann sowas wie der zweite Lohn oder der zweite Scheck. Und es ist eben eine große Frage, wie dieser öffentliche Bereich ausgestattet ist, welche Steuerpolitik das gemacht wird. Nichts anderes praktisch wie Klassenkampf. Die andere Klasse ist sich im Übrigen dessen sehr wohl bewusst und sie wehrt sich mit Händen und Füßen gegen eine stärkere Besteuerung oder gegen einen ausgebauteren öffentlichen Bereich oder gar für den Bau, gegen den Bau von Sozialwohnungen. Allerletzte Anmerkung, es gibt natürlich auch eine Debatte, ihr habt irgendwie die Klassenfragen den identitären Fragen untergeordnet, also die Frage von sexueller Orientierung, von ethnischer Herkunft spielt eine viel größere Rolle wie die Klassenfragen und auch deswegen verliert man praktisch die Arbeiterklasse. Ich halte das für eine falsche Position, weil die identitären Fragen auf keinen Fall gegen die Klassenfragen gestellt werden dürfen und umgekehrt. Und natürlich gehört die Frage Rassismus, bei uns Ausländerfeindlichkeiten, vieles andere dazu. Also das muss man miteinander verbinden. Du kannst natürlich Muslima sein, lesbisch sein, schwul sein und trotzdem der Arbeiterinnenklasse angehören. Und auch zum Teil eben andere Interessen haben und anderen Diskriminierungen ausgesetzt sein wie nur beim Lohn. Aber diejenigen, die da ganz unten sind und am schwersten zu kämpfen haben, haben auch unter der Diskriminierung am meisten zu leiden. Und ich fand jetzt ganz interessant, dass die Normie Klein auch darüber geschrieben hat und immer gesagt hat, dass zum Beispiel der Rassismus in den USA immer für diese spezielle Form des Kapitalismus in den USA konstituierend war. Und bei uns zum Beispiel im Übrigen auch die Migranten und Migranten. Ohne quasi diese erste Gastarbeitergeneration in Deutschland wäre der Aufschwung, der kapitalistische Aufschwung und diese Zusammensetzung des Kapitalismus nie möglich gewesen.
Und wenn man heute anguckt, was diese Leute machen, die putzen, die fahren den Müll weg, du gehst auf die Raststätten, hast ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund, die dort arbeiten und mit die schlechtesten Löhne haben. Ja. Also deswegen bin ich sehr dafür, diese Fragen miteinander zu verbinden und nicht gegeneinander auszuspielen. Und moderne Klassenpolitik bedeutet eben, die Kämpfe voranzutreiben und die Interessen der Menschen miteinander zu verbinden und zu begreifen, gegen welche andere Klasse in dieser Gesellschaft man zu kämpfen hat. Und dazu gehört auch, klare Kante zu zeigen gegen Rassismus, Rechtsradikalismus, Nationalismus. Es hat immer einen internationalen Zusammenhang. Also wir brauchen eine inklusive Klassenpolitik und keine exklusive Klassenpolitik. Dankeschön. Ja, dankeschön, Bernd. Danke an euch drei auch für die Einblicke, die ihr gegeben habt und die Analysen, die ihr geteilt habt. Und jetzt ist Zeit für eure Nachfragen, Anmerkungen aus dem Publikum an die drei Referenten oder wenn ihr selbst einen Beitrag zur Fragestellung leisten wollt. Und ich wollte, genau, ist jemand... Genau. Okay, super. Hello, this is a question specifically for two American comrades on the podium. And as an American in Germany and kind of observing, I've lived here now for about 4 or 5 years and observing how left movements function here, there's something I've noticed in Germany within all left movements for you know, just generally speaking, that's quite absent in the United States, and that's a particularly anti-war movement. And I guess my question is, how can there be, I know that this, we're talking about domestic issues right now, but that is also speaking in the sense of Rosa Luxemburg as the you know, name bearer of this organization, of, you know, imperialism and capitalism's interaction, how can there necessarily be, this movement in the left in the United States where a lot of the arguments do just kind of buy into this liberal order of things. And there's something I've noticed that the left in Germany is very active in being open about, and especially in the Syrian conflict right now, there's been demonstrations for not just simply one side or the other, but just a general rejection of war and imperialism. So just your thoughts, please, on that. Thank you. Dann glaube ich hier vorne in der zweiten Reihe. Yes, thank you. A question for everyone. Of course, we need to unite the different various lines of struggle. We need to unite the various lines of struggle. But the question, I suppose, is how, in what shape does that unification take? I have heard some on the general broad left say that all politics is identity politics, which seems to me a much better unification would be all identity politics is class politics, which I think is what some of you are saying. I mean, if we look at the roots of the racism was invented by, you know, the necessity to facilitate exploitation of colonized nations, the material basis of race, and the material basis of gender to control women's reproductive labor in the context of patrilineal descent and inheritance, the preservation of property. And so I think this is so important to recognize the material basis of all of these lines of struggle. And I just wonder if you would agree with that. Dankeschön. Dann war, glaube ich, in der Mitte auf, von mir linken Seite. Ja, da, genau. Und you just say if you want to answer in between. Yeah? Ja, es okay. Ist, ich habe primär eine Frage an Bernd Rixinger. Ich habe mit Freunden vernommen, dass Sie gesprochen haben vom Klassenkampf. Und die Frage ist nur, wie man diesen Klassenkampf bestimmt.
Und da habe ich von den wackeren amerikanischen Kämpferinnen da vorne auf dem Podium folgenden Satz gehört. Es käme nicht darauf an, den Kapitalismus zu verwalten, sondern es käme vielmehr darauf an, den Kapitalismus zu bekämpfen. Wenn ich Ihre Vorstellungen so richtig verstanden habe, fallen all diese, was Sie ausgeführt haben, in die Abteilung den Kapitalismus verwalten. Weil, ich will das auch gleich begründen, weil ich habe nichts davon gehört, dass Sie tatsächlich oder dass für Sie impliziert die Vokabel Klassenkampf, dass Klassenkampf originär per se die Bekämpfung des Kapitalismus ist und die Abschaffung des Kapitalismus, sondern bei Ihnen habe ich das, ich formuliere es der Diskussion halber auch etwas überspitzt, aber ich will ja Klarheit, dass ich bei Ihnen die Vorstellung habe, auch die Kämpfe, auch die Streiks, auch den Einschluss der Prekären, auch die Fragen von Kampf gegen den Rassismus, dass das alles nur dazu dient, um dieses System des Kapitalismus weniger angreifbar, perfekter zu machen. Ich habe jeglichen Satz vermisst, dass bei Ihnen Klassenkampf Abschaffung des Kapitalismus heißt. Dann auf von mir rechten Seite, eher zum Gang. Ja, genau. Thomas. So rein. Ja, ich kann dem Allermeisten zustimmen, was gesagt wurde. Aber ich möchte doch noch auf ein paar Spaltungen hinweisen innerhalb der Lohnabhängigen, wo natürlich die Frage jetzt ist, sind das verschiedene Klassen oder nur Klassenfraktionen? Aber wichtig finde ich die schon. Zum einen die Teilung von Kopf- und Handarbeit oder körperlicher und geistiger Arbeit, die ja auch eng zusammenhängt mit den Qualifikationen, also Akademiker und nicht akademisch Gebildete. Das ist aus meiner Sicht eine Spaltung innerhalb der Lohnabhängigen, die viel tiefer ist als andere Spaltungen, die genannt worden sind, zum Beispiel zwischen regulär Beschäftigten im Normalarbeitsverhältnis und Prekarisierten. Und das macht sich ja auch daran fest, zum Beispiel, dass wir hier mit unseren Veranstaltungen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung in den allermeisten Fällen fast nur Akademiker erreichen und eben nicht sozusagen die, die sich selbst als Arbeiter identifizieren. Insofern halte ich das schon nicht für unwichtig, wenn die Leute sozusagen sagen, ich bin Arbeiter und ich habe die AfD gewählt. Ja. Ich fand es sehr interessant, in einem anderen Workshop heute, Janis Ehling hat erzählt, dass nach seinen Analysen sozusagen auch die neuen Mitglieder oder überhaupt die Mitglieder der Partei Die Linke mit vollkommen unterschiedlichen Erwartungen und Motiven in diese Partei kommen. Einfache Arbeiter, sage ich jetzt mal, suchen sozusagen eher Geselligkeit. Akademiker sind eher auf Posten aus, innerhalb der Partei und so weiter. Das fand ich eine sehr interessante Beobachtung und das deckt sich sozusagen auch mit meinem Eindruck, der auch sehr stark gefühlsmäßig ist, dass es diese tiefe Spaltung gibt, dass es sozusagen habituell zwei unterschiedliche Gruppen gibt letztendlich. Eine andere Spaltung, die ich noch kurz ansprechen will, ist sozusagen öffentlicher Dienst versus die, die im privaten Sektor arbeiten. Ich meine, die im privaten Sektor arbeiten, sind nur Steuerzahler sozusagen erstmal. Gut, Sie haben was von den Sozialleistungen, aber es ist doch interessant zu sehen, dass die liberal-konservativen Parteien immer mit Steuersenkungsprogrammen auch sehr stark reüssieren können und sozusagen auch Wählerstimmen gewinnen können. Ja? Und darauf müssen wir uns ja auch einstellen. Also wie stehen die unterschiedlichen Gruppen zum Staat? Es ist doch ein großer Unterschied, ob ich sozusagen vom Staat lebe oder in erster Linie als Steuerzahler im Grunde genommen dem Staat gegenüberstehe. Dankeschön. Ja, wunderbar hier vorne. Ich wollte gerade ermuntern, dass sich auch gerne Frauen melden können. Da vorne. Dankeschön. Ja, also ich möchte mich gern meinem Vorredner anschließen und fragen, nach dem, was ich gehört habe, ging es ja um Streiks, um die Überwindung der bloßen Verwaltung des Kapitalismus hin zur Reproduktion des Sozialen oder des sozialen Bereichs. Von Kollegen Rixinger habe ich dann gehört, dass in diesem Kampf, den gewerkschaftlichen Kämpfen sozusagen gegen die Spaltung der
Lohnabhängigen angegangen werden muss und man diese verschiedenen Sektoren der Lohnabhängigen miteinander verbinden muss. Aber ich frage mich, wohin führt das? Was ist eigentlich das wesentliche Gesamtziel? Kann man mit diesen Reformen und Streiks und anderen Maßnahmen denn wirklich den Kapitalismus überwinden? Oder geht es nicht nur darum, nach dem, was ich hier gehört habe, dass es im Grunde genommen um ein Erträglichmachen im kapitalistischen Bereich geht, um die Humanisierung des Kapitalismus oder um seine Zähmung? Und ich finde, das kann ja nun wohl unser wesentlicher Kampf als Linke nicht sein. Wir können uns ja wohl nicht darauf beschränken. Aber darauf läuft es hinaus, nach dem, was ich gehört habe, meiner persönlichen Meinung nach. Und das ist unbefriedigend. Erstmal jemand hinten rechts bei der Säule. Genau, hat sich jemand gemeldet. Ich glaube, der Herr, der da steht. Das ist, glaube ich, der Nächste. Ja, danke schön. Ich habe eine Frage an meinen Vorsitzenden. Ist ja nur klar, wen ich meine. Das Thema lautet heute unter anderem die Kunst revolutionärer Realpolitik frei nach Luxemburg oder original nach Luxemburg. Aber davon habe ich leider nichts gehört. Du bist ja nun auch seit dieser Legislaturperiode Mitglied des Parlaments und da würde mich schon interessieren, was es in dieser Hinsicht gibt. Zu den anderen Anmerkungen hier, insbesondere von dem Kollegen aus Oldenburg, glaube ich, der mir heute schon im dritten oder vierten Workshop oder Termin begegnet, kann ich nur sagen, also es stimmt einfach, wir haben in all diesen Diskussionen bisher gemeinsam den Eindruck, dass der Hauptpunkt der Diskussionen hier ist, das Leben in diesem, auch sehr eurozentristisch zumeist betrachtet, europazentristisch, das Leben erträglicher zu machen, dass es gar nicht mehr so sehr um die Überwindung dieser bestehenden Verhältnisse geht. Vielen Dank. Dankeschön. Dann auf der Höhe, genau, steht schon auf. Hi, genau. Ich bin Ronda vom Studierendenverband der Linken vom SDS. Genau, ich hätte eine Frage hauptsächlich an Tithi, aber vielleicht haben auch die anderen dazu eine gute Antwort. Ich bin selber sehr Fan von der Social Reproduction Theory. Ich glaube, das hilft einem sehr gut, Kämpfe einzuordnen, Verbindungen zu ziehen und mir hat das in meiner praktischen Arbeit in der Politik sehr viel geholfen. Ich bin gerade mit Kommilitonen, Freunden und so weiter und im SDS natürlich damit beschäftigt, zu überlegen, was heißt das denn für Studierende an der Uni, dass natürlich auch die Universität ein bestimmter Bereich ist, wo nicht nur Wissen, sondern auch sehr viel über Social Relations, also Beziehungen zu Menschen, nicht nur geforscht wird, sondern natürlich auch reproduziert wird. Gleichzeitig Studis natürlich auch in Protesten eine wichtige Rolle gespielt haben in den letzten Jahren. Ihr habt von Occupy gesprochen und von, wir haben jetzt 68, was sich jährt, auch 68 haben Studierende sozusagen eine Funkenrolle gespielt und gleichzeitig haben wir 68 gesehen, wie wichtig es ist, dass Studierende eben überhaupt nicht alleine überhaupt vorankommen, sondern immer die Verbindung eigentlich suchen müssen. Und mich würde interessieren, was ihr genau zu der Rolle sozusagen von Studierenden, aber auch eben zu diesen verbindenden Kämpfen der Universität in der Gesellschaft sagen könnt. Dankeschön. Ich glaube, ich hatte dann niemanden weiter erst auf der... Ja, okay. Dann ist da noch jemand. Ja, danke. Ich möchte vielleicht einen Vorschlag machen, weil das ein paar Mal kritisiert wurde, diese von Bernd Rixinger diskutierten Punkte, dass es ja vielleicht nicht revolutionär, nicht radikal genug ist. Ich selber bin Mitglied der British Labour Party und wir sind ja traditionell eigentlich keine sehr revolutionäre Partei gewesen, haben inzwischen aber ein sehr radikales Programm. Und eine Sache, die wir diskutieren, und ich glaube, die Linke in Deutschland kann davon lernen, ist gemeinschaftlicher Besitz an Unternehmen. Und worüber wir zum Beispiel diskutieren, ist, wenn der Staat oder Kommunen Verträge rausgeben an private Unternehmen, diese privaten Unternehmen letztendlich Profit damit machen, wenn sie zum Beispiel in der Bauindustrie, wenn sie zum Beispiel für die Städte Sachen bauen. Wir haben zum Beispiel über sozialen Wohnungsbau gesprochen, das ist auch in Großbritannien ein Thema. Wie wäre es, wenn anstatt diese Verträge an private Unternehmen zu geben,
wir als Gemeinschaft oder der Staat es eben selber macht und nicht das Geld in die Hände von der Privatindustrie steckt und wir eine gemeinschaftlich kontrollierte Bauindustrie aufbauen. Und das Gleiche kann man in allen anderen Bereichen, wo Geld letztendlich vom Staat oder den Kommunen an die Privatindustrie geht, machen. Und so kann man anfangen, eine doch etwas andere gesellschaftlich organisierte Wirtschaft aufzubauen. Dankeschön. Dann ist die nächste Meldung hier vorne. Ich habe dann noch zwei auf der, genau, hier vorne, dritte Reihe, genau, auf der Liste und würde dann erstmal, dich würde ich dann zurückstellen, genau, weil wir haben noch Zeit, quasi einmal eine Runde zu machen mit den Referentinnen und dann noch eine zweite Fragerunde aus dem Publikum. Ja, ich glaube, ich würde ein bisschen das etwas harmonische Bild trüben wollen, was wir gerade vom Podium bekommen haben, aber zu der Frage, wie ist das mit Klassenpolitik, wie ist das mit Identitätspolitik, weil in Wirklichkeit fliegen ja so richtig die Fetzen momentan an dieser Frage, und ich halte das für sehr sympathisch zu sagen, wir müssen das alles zusammendenken, es sind verschiedene Kämpfe, die wir verbinden müssen, die stehen nicht unbedingt gegeneinander und so weiter. Aber ich glaube, man muss schon auch sehen, dass es bestimmte Formen von Identitätspolitik gibt, die auf diese Verbindung eigentlich keinen so großen Wert legen, sondern die im Grunde genommen auf eine Art von Politik orientieren, die homogene Gruppen in den Mittelpunkt stellen, die essentialistisch argumentieren mit bestimmten... Wer denn? Du hast teilweise die Tendenz... Eine Politik zu vertreten, die besagt, im Grunde genommen, wenn wir über Feminismus reden, sind es eigentlich Frauen, die sprechen. Es sind eigentlich Frauen, die ihre eigene Lebenssituation verbessern sollen und so weiter. So etwas Ähnliches hast du im Bereich der Postcolonial Studies, so ähnliche Tendenzen hast du im Antirassismus. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir schauen müssen, wie wir so eine Politik machen. Also ich finde es absolut naheliegend zu sagen, es sind Kämpfe, die wir miteinander verbinden müssen. Die Frage ist aber, wie ich diese Kämpfe aufgreife, und die Argumentation vom Podium hat mich da sehr überzeugt, zu sagen, an welcher Stelle passt Klassenfrage, Frauenfrage, Antirassismus und so weiter zusammen. Aber ich denke, wir müssen auch sehen, wo die Trennungslinien laufen und wo bestimmte Formen von Politikansätzen eher die Fragmentierung verschärfen als die Einheit voranbringen. Und an der Stelle wäre ich wirklich sehr vorsichtig, weil wir uns da einfach selber ins Bein schießen können, wenn wir uns da sozusagen zu leicht auf eine Argumentation einlassen, sagen, es geht doch alles zusammen. Ich kann auch die Klassenfrage als eine im Wesentlichen identitäre Frage und Wohlfühlfrage für eine bestimmte Gruppe diskutieren. Ich glaube, darum geht es gerade nicht. Es geht gerade darum, die gesellschaftlichen Widersprüche, die sich in solchen Politikansätzen auch niederschlagen, auf den Punkt zu bringen und die vielleicht auch ein bisschen radikaler zu diskutieren und zu schauen, wo kommen wir denn da mal einen Punkt weiter über diese Spaltung raus und tragen nicht weiter zu der Spaltung bei. Und ein zweiter Punkt, der mir wichtig wäre, irgendjemand hat gerade gesagt, geht es denn bei diesen Forderungen, also über die der Bernd Rieksinger redet, geht es nur darum, das Leben im Kapitalismus erträglicher zu machen. Ist ein Problem, aber ich würde sagen, eine linke Politik, die nicht versucht, das Leben von Menschen erträglicher zu machen, die brauchen wir auch nicht. Ne? Also die Frage ist doch, wie formuliert man Forderungen, also wo wir jetzt nicht einen Kommunismus oder irgendwie sowas fordern müssen, wo sich ein Großteil der Bevölkerung schlicht nichts darunter vorstellen kann, und wenn sie Assoziationen haben, sind sie negativ. Ja, sondern wie kommen wir denn vom Stand heute zu einer anderen Politik? Und meine Vorstellung wäre eigentlich, dass man versucht, Forderungen aufzustellen, die klar machen, dass bestimmte Formen von kapitalistischer Organisation der Gesellschaft an Grenzen stoßen. Also in dem Moment, wo wir über Austeritätspolitik reden und darüber sprechen, dass ein öffentlicher Dienst anders ausgestattet sein muss, dann kann das eine stinklangweilige reformpolitische Forderung sein. Es kann aber auch eine Forderung sein, die tatsächlich die Frage aufwirft, wie wollen wir eigentlich leben, wo sind eigentlich unsere Prioritäten in diesem Zusammenleben und mit wem müssen wir uns auch anlegen, wenn wir das anders organisieren wollen. Und das ist meines Erachtens die Frage, wie man solche Forderungen findet, die ein Stück weit über die jetzige Logik auch hinausweisen. Und das ist gar nicht so einfach, und ich finde, da müssen wir ein bisschen Grips investieren, um da einfach besser zu werden, weil bisher funktioniert es nämlich nicht besonders gut, muss man mal sagen. Und das ist auch ein Grund dafür, warum die Linke so schwach ist. Machen wir uns nichts vor. Dankeschön. Dann drei Reihen dahinter und selber Platz quasi.
Ja, in gewisser Weise in Verlängerung davon, aber eigentlich provoziert durch diese drei Beiträge, die besonders Bernd Rexinger, aber im Grunde auch also der Art, wie die Linke Politik in den letzten Jahren zu machen versucht hat, vorwirft, hier ginge es darum, den Kapitalismus etwas erträglicher zu machen oder ihn, sogar wurde gesagt, zu verwalten und so. Ja. Also das ist meiner Meinung nach vollkommen verkehrt. Verkehrt, weil, wie das auch schon gesagt wurde, überhaupt da nichts zugesagt wird, wie man denn von einer solchen Position aus dazu kommen kann, gesellschaftliche Kräfte herzustellen, die die Überschreitung des kapitalistischen Horizontes überhaupt erstmal anvisierbar machen. Und darum geht es doch. Es geht doch nicht darum, zum 175. Male einander vorzubeten, dass es um den Widerspruch von Kapital und Arbeit geht. Wenn man nicht, wie das der Bernd Rexinger, finde ich, sehr vernünftig versucht hat, zu sagen, ja, Arbeit, woraus setzt sich denn das unter den gegenwärtigen Bedingungen in Deutschland zusammen? Und wie kann man das, was sich da zusammensetzt, ohne es in den einzelnen Teilen zu wissen, dazu bringen, über weitere Strecken gemeinsam zu handeln und dadurch das zu machen, worum es hier geht, nämlich revolutionäre Realpolitik zu betreiben. Revolutionäre Realpolitik, und das wurde auch in einem der Beiträge gefordert, davon haben wir hier nichts gehört. Mensch, ihr habt von nichts anderem hier gehört, als von den Versuchen, die Kräfte herzustellen, die revolutionäre Realpolitik machen können. Punkt. Eine kleine Nachbemerkung. Ich wollte eigentlich wirklich gar nichts sagen, weil ich seit über 40 Jahren nicht in diesem Lande lebe. Und da soll man eher lieber zuhören und lernen und auch dort, wo ich lebe, vielleicht was weitergeben, nämlich in Dänemark. Aber eine Sache muss ich doch sagen, und da war auch hier dieses Panel heute Abend ein wirklich großer Fortschritt. In Workshops, die auch sich darum drehten, diese gesellschaftsverändernde Kraft durch eine verbindende Politik herzustellen, da wurde ganz oft von der Klasse gesprochen. Also die Klasse und bla bla. Ich habe gedacht, mein Gott, ich bin wieder in der Mitte der 70er Jahre, wo ich mal Mitglied der SEW war. Da wurde von der Klasse gesprochen. Und die Klasse, die war halt so, wie sie immer war und die hat immer recht. Aber das ist doch gerade eben nicht so. Die Klasse, die gibt es nicht. Ja, die gibt es als analytische Kategorie, aber im wirklichen Leben, da muss die Klasse sozusagen, ich will nicht sagen hergestellt werden, denn es gibt sie ja auch angelegt im Widerspruch von Arbeit und Kapital. Aber wenn man darüber nicht anders als im Kopfe hinauskommt, dann wird sich nichts bewegen. Danke sehr. Gut, dann würde ich gerne an die Referentinnen nochmal zurückgeben. Wurde ja vieles angesprochen, konkrete Fragen gab es auch. Ich würde gerne mit dir, Sarah, wieder anfangen. This is great, and I think we easily could have had a roundtable instead of a panel.
I will attempt to resolve all of these contradictions in 5 minutes, or yes. Okay, so I'll try to respond to them together in the best way that I can. Regarding the anti-war movement, which was the first question, I actually think that the American left has been deeply involved in anti-war activity, I mean, particularly with regards to Iraq, and of course that was a much, much larger coalition that included liberals, and in that position, our job always is to use that as a platform to also explain our deeper analysis of these imperialist wars, as you're describing. And I think with regards to Syria, that is a very specific question on which has screwed up the American left horrendously. And there are a number of reasons for that, and among them are, one is a lack of deep relationships between much of the American left and leftists in Syria, with whom we have solidarity and regular communication, and that is a gap, and there is often a gap. I don't want to exaggerate it, because there are many comrades who have relationships with other activists and other organizers in countries that are targets of American imperialism, of course, but those relationships should be a lot deeper and broader and would help guide a more intelligent left. That being said, there was also the fact that the American left is, I hesitate to use the word traumatized, but sort of traumatized from, our utter failure to stop any of the most recent American wars, which have now dragged on for years and years and years. And part of that resulted in, for example, demonizing the white helmets, who were, people in Syria who had a range of affiliations, but were in fact rescuing people from rubble, and that was a somewhat alienating position for other people. I think a lot of the left has been very anti-interventionist in Syria, although not always in what I would think of as a really thought out, persuasive way that's going to move American politics. The other thing is the simple carnage in Syria. It's hard to watch, and people who do have comrades there are of course moved by that. And the anti-interventionist politics around Syria and America have just been incredibly complex and pretty screwed up. And I actually don't think it's because the American left lacks an anti-war analysis. Okay, so the question around whether, all politics is identity politics, of course, that sort of goes to the heart of what we're talking about. I think, of course, none of us are up here to say that it's all the same, right? You don't see me up here shilling for Hillary Clinton because she's she has experienced oppression on the basis of her female identity. Why? Because obviously we consider her to be part of an oppressive class and an oppressive operation, and sort of using feminism to put forward and to cloak an agenda that would be inimical to the interests of working class women. And the point, as we noted, is that class, of course, has a dialectical relationship with these other forms of oppression. Of course, it creates them. It is also shaped by them in the forms of wage structures and so forth. And, to be clear, if you look at how class works without a feminist lens, you can't actually see it. Consider abortion, of course, often considered a female identity politics issue, popular with liberals in America. But in fact, it will surprise you to know that half of the American working class is in fact female. And modern American abortion law is often put in the category of identity politics, but is in fact what keeps poor women poor. The laws around abortion have made it difficult to get a late term abortion, but another set of laws has made it so hard to get to a clinic that will give you an abortion that you have to have money to get there. You have to fly, you have to drive a long time. So poor women are typically trapped between not being able to afford to go where they can get an abortion, and by the time they get the money together to get there, they're not allowed to have one.
And what happens if you're denied access in education around birth control, abortion, and so forth? You cannot control your own future. You are kept poor. And so, you know, the case, of course, that we're making is not that all politics is identity politics, but if that you ignore certain things regularly consigned to the category of identity, you don't even see class at all. And so I want to be clear that that is sort of what we're trying to drive at here. And I think to the, you spoke about the fact that there are in fact identity politics groups that are not interested in coalitional work. That is a problem, I would agree. You know, coalitional work is essential, and I do think that some of the rhetoric around only being able to speak to a form of oppression if you have experienced it can limit the possibilities of coalitional work. But I think it is, of course, the, we can call it intersectional analysis, is what allows for coalitions. So there was recently a really great reissue of the Combahee River Collective Statement, which is a very important document in American feminism, put forward by a group of Black lesbian feminists in the 70s, who you know, put forward an analysis in which they described both needing to create a grouping and an analysis that was able to get at their particular identity, and the ways in which the many factors of that identity put them into coalition with people who shared all of those things, who shared their class interests, who shared their interest in combating racial oppression, who shared their anti-patriarchal viewpoint. And they always said very clearly, you know, as working class, radical, Black, lesbian feminists, today we're working with the socialist feminists on this particular wage problem. And their racial analysis, they're trying, it's not great, we would like them to work on it, but this is what we have in common with them, this is what we're working on today. Tomorrow we're working with radical feminists who are kind of weirdly biologically essentialist, we don't love it, it's fine, we all care about abortion politics, we're gonna move on that tomorrow. And that is should be the way that all of us think about so-called identity politics, that it makes the coalition bigger, it doesn't make it smaller. And we have to find a way to talk about that and to let that be our sort of framing instead of this idea that whenever someone talks about a particular identity position, they're trying to exclude everything else. And I think it behooves us to be concrete. So I'm a member of Democratic Socialists of America in the States, and we have caucuses. We have the Socialist Feminist Caucus, we have an Afro-American caucus, and those groups do two kinds of work. One is to move particular political issues that members of that caucus care about. The other is to educate and shape the rest of the organization, because that is how you create solidarity. I mean, the problem is that often, you know, one group of people may be blind to the insights of a sort of identity-based group. If we're talking about universal healthcare and we're not talking about what reproductive care looks within that, that's a joke. That's completely ridiculous. And yet it is often forgotten unless there are identity-based groups that are driving that insight. And finally, I would say on the division between manual and intellectual labor, I mean, I don't know, I have been at many conferences in my life, which are in fact typically attended by intellectuals, academics, and so forth. And I think that all of us do many different kinds of work, and people who go to conferences should be allowed to go to conferences, and I honestly do not feel bad that people host conferences and talk about ideas. I think that's fine. That being said, when we talk about the divisions between these different kinds of labor, one of the most interesting places to me right now in the States is the tech sector. So big companies like Facebook and Google, there are different types of employees, right? There are the people who clean the cafeterias. There are people who are doing the highly specialized intellectual work of programming.
And in some of these companies, because even though engineers may make a lot of money, it's actually very hard to find a place to live in San Francisco right now, even if you make money, because all the tech companies are buying up the real estate, and it's insanely expensive. Nobody is happy. And because you know, new ideas are being made available by people like Sanders or DSA, engineers are actually starting to organize at these companies. And when you organize, you combat the displeasure, or you encounter perhaps for the first time the displeasure of your boss. And then you start to think about yourself as a worker. And some of these folks who are newly organizing are actually include organizers who are interested in organizing engineers with cafeteria workers. That is a thing that is happening. And so I think it is on us to bridge those gaps. You can say the same thing on campuses, right? People make fun sometimes of graduate students organizing. In the States, that's popular to say these are privileged people, why do they need to organize? Well, in fact, they have no money for starters, so it's a good idea to organize. But a lot of the organizers have been very thoughtful about the ways in which they support the struggles of other workers on campus. Cafeteria workers, janitorial staff, other people who have been successful in organizing. You can see this at elite places like Yale and Harvard. And the graduate students know that they have to back up these unions if they're gonna get solidarity in return. And it actually unites the campus in an interesting and transformative way. I think those gaps are essential to bridge and that we should not just accept that they exist. I will turn it over from there. Thank you, Sarah. And when I look into at my watch, it's probably your last chance to say something in this debate. And sorry to the audience at this point, and sorry to everyone who wanted to say something in the last round or in the next round. And so do you want to add something, Sarah? Or because it's now probably the last time you can say something? Or then it's your last, you're like your finishing no, words. No, I really want to hear from Tithi, and I'll leave it off there. Okay, thank you, Sarah, and Tithi. Thanks, Sarah. So I want to begin with the comrade's question on the anti-war movement, and I completely echo what Sarah said. I just want to add two things. One is the problem in America with the anti-war movement is that all the broad coalitions that existed were large, broad liberal coalitions where a Democratic Party dominated, which is very different from, say, Europe, which has a social democratic tradition, which America has lacked. And so once you know, Obama came to power, you know, the anti-war movement was debilitated to talk about the drone strikes, which they were very keen to talk about, and rightly so during the Iraq, but the drones kind of fell out of the program of that. There was another problem with the broad liberal unity, which was in the American case, the anti-war movement was what we call in the Palestine movement PEP, progressive except for Palestine. So there could not be any invocation of Palestine as an anti-imperialist, you know, a major imperialist node in the Middle East when it came to the anti-war movement. And I think that follows into what some of the other comrades have been talking about the question of unity, you know. So, I mean, if we think about those large sort of umbrella coalitions that existed in the, during the anti-war movement, that also came into being right after Trump was elected in another formation, which is the Women's March, which was very different from the International Women's Strike that Sarah and I were part of organizing. So the Women's March was very much a broad coalition of everyone, you know, who was against Trump. So it encountered a lot of criticisms, and rightly so, because it was a celebrity fair. They didn't have any
adequate representation of women of color, low-wage workers, and so on. And in fact, our comrade Angela Davis, you know, blew everyone out of the water, did not follow the scripts, and says, but we have to fight for Palestine. So that was not really on the menu of the big rally in Washington, D.C. So that is something that we've been trying to work through and talk through in the International Women's Strike. What is unity? Is unity a simple additive collection of various groups that are working on various issues? And we don't believe that is, because one of the biggest controversies that we encountered and that we fought back on was, can't Zionists be feminists? And actually there was a New York editorial written attacking us that we were excluding Zionist feminists from joining the women's strike, and we said, the basis of emancipation has to be the emancipation for all. The basis of emancipation cannot be the brutalization of another. So that's the... So in a way, so that... But I think there is a problem in some Marxist circles, especially of the sort of old 60s left, that I think when we talk about identities versus class, we say that we need to unify the identities on the basis of class rather than just on the basis of identities. And that argument I agree with, but it only goes so far. But I think the technologies of organizing and the strategies for organizing that I think is needed right now, and that the international feminist movement is trying to at least address, is that the unity should not be on the basis of class, but the unity should be on the basis of the interests of the working class. So in other words, if you are a white man, you know, cis-identified, that does not mean you cannot be a part of our struggle, the feminist struggle, because your emancipation is actually tied up with the emancipation that we are fighting for. So as long as you're willing to fight for the emancipation of the working class on the basis of class, on the interest of the class, it doesn't really matter ultimately if you are male identified or white. In fact, those are nodes of solidarity that we need to revive and recultivate rather than reject. So. From that, I think and speaking of strategy, I think I want to go back to the question of reform and revolution that seems to be a very particularly good subject to be discussing at the Rosa Luxemburg Stiftung. So I think the way I see it and the way I think about it is, you can fight for, first of all, I think I completely agree with this comrade here who said that if you don't fight for projects and campaigns that actually better the rights of lives of the working class in the here and now, then what kind of a left are you? Right? So, but there are two ways to fight that fight for universal healthcare or public education. You can fight that fight as a reformist, or you can fight that fight as a revolutionary. And I think that's the two kind of ways that we want to think about strategy. Do we want to limit the question of universal healthcare to just universal healthcare, or do we want to, within the struggle as we fight for universal healthcare, that we then extend the struggle to public education, to public housing, to public transport, and so on? It's the job of the radical left within these large movements to continue to push the horizons of demands of our movement, because we know that there will be a point where capitalism will say no. And that's where we reveal the limits of the system that will only allow reforms to a certain limit, which will never be enough for the emancipation of our class. So I think that's the job of revolutionaries within these sort of larger projects, to constantly fight for reform on a revolutionary basis rather than fight for reform on a reformist basis. So I'm not entirely sure, comrade, if I can answer your question about some identity politics groups being not very good at working in coalitions. And I completely agree that that must be the case. And it's not often, but it's sometimes the case where I organize.
However, I think the biggest problem facing us, at least in the global north and the global south, is not that some identity politics groups are refusing to organize in coalitions with us, but it is the attack of capitalism on our lives and the rise of right to try to solve those problems. So that really is the main problem, and I think that's where we need to focus rather than one which identity group is not sort of fighting with us in coalition. And this kind of attack of the far right, I think, goes back to Rhonda, your question about the university, which is where I want to end, is it is instructive for us that the far right in the United States is specifically targeting universities. And so they poster in universities, the KKK, Identity Europa, all the far right groups actually center universities, and they try to recruit on universities. They absolutely harass progressive left-wing professors on universities for two reasons, I would say. That one is, still under capitalism, universities are one of the places where there is a free exchange of ideas, and one of the places where working class students and, in general, progressive students have a chance to listen to anti-capitalist arguments. And so universities, I think, are correctly identified by the right as dangerous zones. Universities, however, are not just only workplaces. They are very important workplaces, and I think faculty, particularly adjunct faculty and graduate students, are now organizing on university campuses, and that's part of this new mosaic of strike wave that's going on, and I think that's wonderful. But universities are also lived spaces. The reason I was scared, most scared, when the far right, two waves of far right posters went up on my campus, was because this is where my child goes to daycare in a nearby place. This is where everyone in this small university town comes to work. You know, it's not just the faculty and the students. People come and read at the university libraries. They work in the cafeteria. They clean the halls of the university. It is an entire microcosm of society and the in these sort of small towns, not obviously always, but so the presence of the far right alerted us to how dangerous that seed is in society as a whole and who they were targeting. And in that context, when the right-wing administration in these universities, as well as the right-wing media, say, well, the far right has the right of free speech on campus. On my campus, near the Jewish students' club, the classroom near where the Jewish students met, the classroom furniture was arranged as a swastika. This is 2018, January, we're talking about, comrades. It was arranged as a swastika, and my dean of students and the upper administration walked into that room, saw the swastika, and said, well, people have a right to arrange desks in whatever way they choose. So the question of free speech then is actually come up as a very important question of lived experience. So my argument has always been free speech is a fundamental, beautiful right that the left always has to fight for free speech, right? But free speech is about speaking. It's about utterance. What good is my right of free speech if I'm dead? So that is not a particularly good right to have if I'm killed before I can speak. So free speech cannot be severed from the question of overall safety and my right as a woman of color to teach and walk in the streets of this town. That cannot be severed from free speech. So the forces that come and in the guise of free speech try to attack my condition of existence and the condition of existence of other workers, then that has to be then seen as a threat to social, the social basis of free speech in the first place. So that's how I think I see that university question right now. Thank you. Thank you very much, Titi. Und jetzt, last but not least, verbunden mit dem Schlusswort für diese Runde, Bernd. Ja, es wurden ja sehr viele Fragen, aber doch ähnliche gestellt. Erstens mal, Identitätspolitik ist immer Klassenpolitik, das stimmt natürlich nicht, nicht in der Praxis, ja, sondern natürlich kannst du Identitätspolitik machen, indem du Frauenquote in den Aufsichtsräten forderst.
dann machst du aber eine andere Politik, wie wenn du jetzt forderst, dass die Verkäuferinnen besser bezahlt werden müssen und bessere Arbeitsbedingungen haben und nicht nur in Teilzeit beschäftigt sind. Das ist, glaube ich, ein anderer Zugang und auch eine andere Art von Klassenpolitik. Und ich glaube, wir müssen den Blick eher darauf wenden, auf die Verkäuferinnen, auf die Pflegekräfte, auf die ganzen Menschen, die praktisch für ihre Klasseninteressen eintreten, aber gleichzeitig auch nochmal benachteiligt sind und schlechter bezahlt werden, unter schlechteren Bedingungen arbeiten, weil sie in Branchen arbeiten, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind. Und das ist, glaube ich, der Zugang, den ich versucht habe, ein bisschen aufzumachen. Die Systemfrage. Also ich bin Vorsitzender einer sozialistischen Partei, die will nicht den Kapitalismus verwalten. Es fehlt uns aber nicht an Bekenntnissen, den Kapitalismus abzuschaffen und an Formulierungen, dass wir das anstreben und für einen demokratischen Sozialismus eintreten. Es fehlt aber in dieser Gesellschaft erheblich an Kämpfen und an verbindenden Kämpfen. Und ich habe versucht, den Horizont aufzumachen, wo finden denn diese Kämpfe statt und wo können wir die verbinden und was ist die Formation dieses Kapitalismus, der die Leute spaltet und im Prinzip verhindert, dass sie ihre Interessen miteinander verbinden und wo sehen wir Ansatzpunkte und Inhalte und Ziele, diese Interessen miteinander zu verbinden. Und das ist meines Erachtens revolutionäre Realpolitik. Also es gibt, glaube ich, auch einen guten Spruch von Rosa Luxemburg oder einen guten Artikel, die gesagt hat, es heißt nicht Reform oder Revolution, sondern Reform und Revolution. Das heißt, man muss für konkrete Verbesserungen kämpfen und konkrete Interessen organisieren. Und in dieser Auseinandersetzung stoßen die Menschen an Grenzen dieses Systems und an die Verwertungsinteressen quasi dieses Systems. Und genau in diesem Prozess befinden wir uns bestenfalls. Also, sondern wir sind, glaube ich, in Anfängen, wo sich Gruppen und Menschen bewegen, um konkrete Interessen zu kämpfen. Und die Aufgabe der Linken sind, glaube ich, schon zweierlei, die sind, oder dreierlei sogar. Die sind erstens, diese Kämpfe voranzutreiben, eine Rolle drin zu spielen. Also ich halte das für sehr viel bedeutender, einen konkreten Streik zu organisieren oder eine Auseinandersetzung wie im Saal über Revolution zu reden. Und es fehlt uns, glaube ich, eher an Leuten, die diese Kämpfe organisieren und vorantreiben und eine Verbindung zu diesen realen Kämpfen haben. Das Zweite ist, dass wir die Spaltung überwinden müssen. Ich glaube, das wurde auch hier vom Podium sehr stark in den Vordergrund gestellt, dass es vielfältige Formen von Spaltungen, Ausgrenzungen, Diskriminierungen und Unterschieden gibt. Und natürlich das zur Herrschaftsform dieses Systems gehört, dass es die Leute in verschiedene Interessen aufspalten will. Und dort müssen wir in doppelter Hinsicht verbindende Interessen aufbauen. Da wurde die Frage gestellt, wie kann man das denn machen? Ich glaube, da könnte ich jetzt relativ viele Beispiele erzählen, wo das auch immer wieder gelingt. Zum Beispiel, dass in Stuttgart, wo wir gestreikt haben mit den Erzieherinnen, gleichzeitig die Studenten und die Schüler gestreikt hatten für bessere Bildung. Und quasi die Erzieherinnen zusammen mit den Studenten und den Schülern gestreikt haben und demonstriert haben durch die Stadt. Und dadurch sich zwei Interessengruppen miteinander verbunden hatten und zum Teil die Mütter mit ihren Kindern gemeinsam auf der Straße waren und für bessere Bildung und für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt und demonstriert haben. Das kann man nicht künstlich herstellen, aber solche Prozesse kann man vorantreiben. Und wir haben den Ansatz gefunden, wie wir das machen können in der Auseinandersetzung zwischen Lohnarbeit und Kapital. Und natürlich ist es die Aufgabe von Linken, die Zusammenhänge, die Grenzen quasi auch aufzuzeigen. Und an diesem Beispiel des Normalarbeitsverhältnisses und verbindender Klassenpolitik wird es deutlich, dieser neoliberale Kapitalismus hat ja jetzt quasi 30 Jahre dereguliert und praktisch die Arbeitsbeziehungen gespalten, fragmentiert, die Leute auseinandergetrieben. Das hat auch tiefe Verwüstungen und Spuren hinterlassen. Wenn du quasi für eine neue Regulierungsform kämpfst, nicht nur für höhere Löhne, sondern auch wieder gegen die Leiharbeit, gegen diese Aufspaltung der Leute in verschiedene Gruppen, dann triffst du praktisch einen Kern dieser kapitalistischen Formation, weil die sich genauso definiert. Und dann kommst du an viel größere Auseinandersetzungen als bloß um Lohnkämpfe.
Da kommst du quasi an die Frage, wie wollen wir denn überhaupt die Arbeitswelt und die Zukunft organisieren? Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr harter und grundsätzlicher Klassenkampf, der dort stattfindet. Die zweite Frage ist die Reproduktionsseite. Und natürlich, was der Genosse von Leber gesagt hat, ist was, was wir schon lange praktisch nicht nur propagieren, sondern wo auch hier tatsächliche Auseinandersetzungen stattfinden, dass in solchen Fragen wie Gesundheit oder Mieten, Wohnen immer zum Beispiel Eigentumsfragen drinstecken. Also wenn du hier eine andere Mietenpolitik durchsetzen willst, eine Deckelung der Mieten, dann musst du quasi gegen die Spekulationsinteressen der Immobilienfonds und der Banken und der Versicherungen und so weiter vorgehen. Du musst auch diese Zusammenhänge aufzeigen und für den Ausbau genossenschaftlichen und öffentlichen Eigentums eintreten. Das ist nicht so abstrakt, jetzt bloß die Kapitalismusfrage gestellt, sondern da gibt es konkrete Fragen, wo eine Transformation stattfindet, wo Eigentumsfragen mitgestellt werden müssen. Genauso, wenn du diskutierst, eine bessere Gesundheit oder Bildung zu machen, dann ist eine durchgängige Linie dieses Systems, dass es praktisch diese Bereiche immer nach Markt und Wettbewerb organisieren will. Nicht nur privatisieren will, sondern auch nach Markt und Wettbewerb. Die sind überall eingezogen worden durch die Fallpauschalen im Gesundheitswesen, durch viele andere Dinge. Und ich glaube, dass man dieses mit der Position verbinden muss, dass hier bedarfsorientierte Arbeit stattfinden muss. Also dass praktisch Bildung nicht nach Wettbewerb organisiert werden darf, Gesundheit nicht nach Profit, ja, oder nach Konkurrenzbedingungen. Und das sind Elemente, wo man immer über diese Mechanismen des kapitalistischen Systems rausgeht. Und wo dann, wenn Leute anfangen zu kämpfen und Auseinandersetzungen führen, sie genau auf diese Grenzen stoßen und dann linke Aufklärungsarbeit und linke Systemkritik eine Rolle für die Leute spielt. Wenn sie nicht kämpfen, sich nicht bewegen, nicht in diese Auseinandersetzungen gehen, spielt es quasi auch gar keine Rolle. Woher soll dann das Bedürfnis kommen nach einem anderen System? Und deswegen, glaube ich, muss man diese Frage des Kapitalismus nicht nur abstrakt und theoretisch stellen, sondern immer wieder in diesen Auseinandersetzungen auf den Punkt treiben, wo auch die Leute sich dann selber diese Frage stellen und auch beantworten müssen. Alles andere wäre vielleicht ein bisschen so Missionarstum oder Bekennertum. Davon alleine halte ich nichts. Ich bin aber schon der Meinung, dass Linke tatsächlich nicht sich damit begnügen dürfen, nur konkrete Verbesserungen durchzusetzen. Die Punkte Trennung von Hand- und Kopfarbeit, da bin ich mir nicht sicher, ob diese These heute noch so stimmt. Also wenn du heute einen Produktionsbetrieb besichtigst, dann ist diese Produktion völlig anders organisiert als vor 30 Jahren. Zum Teil siehst du da gar keine Handarbeiter mehr. Die gibt es natürlich auch. Aber da hocken praktisch auch die Arbeiter im Maschinenbau in CNC-Maschinen und machen praktisch ihre Handarbeit, dass sie diese Dinger programmieren. Auch in der industriellen Arbeit. Ich war jetzt bei so einem Maschinenbauhersteller. Das sind völlig andere Bilder, als man die vor 30 Jahren kennt. Wo du diese Handarbeit noch viel größer hast, ist eher im neuen Dienstleistungsproletariat bei praktisch bei Amazon oder auch in der Pflege. In der Altenpflege oder in den Krankenhäusern. Im industriellen Bereich, also zum Beispiel ein Konzern wie Bosch in Stuttgart, hat noch 30% Industriearbeiter. 70% sind praktisch Entwickler in der IT, in der Verwaltung oder in sonstigen zuarbeitenden Rollen. Also eine Minderheit quasi der Beschäftigten. Und deswegen vertrete ich also sehr die Position, dass man den ganzen Produktionsprozess in Blick nehmen muss und gucken muss, wo sich die Interessen dieser verschiedenen Gruppen von Beschäftigten miteinander verbinden. Ich glaube auch im Übrigen, dass die Frage öffentlich und privat und Steuer bezahlen eine total politisierende Rolle ist, weil die Aufgabe der Linken ist doch zu vermitteln, dass auch der IG Metall-Beschäftigte bei Daimler ein Interesse daran haben muss, dass die Erzieherin besser bezahlt wird
und die Kindertagesstätten gut ausgestattet werden, damit seine Kinder eine gute Erziehung bekommen. Und dass die Krankenpflegerin besser bezahlt werden muss und man mehr Personal in den Krankenhäusern braucht, dass wenn er krank wird oder seine Kinder krank werden, dass die eine ordentliche Behandlung bekommen. Und dieser Gedanke stellt sich natürlich nicht von alleine her. Das ist die Aufgabe von linken Leuten, diese Beziehungen herzustellen. Zu gucken, dass praktisch Steuer bezahlen auf der anderen Seite, erstens mal, dass es eher Reiche machen müssen, die mehr Steuern bezahlen und nicht sie. Und zweitens aber, dass es einen öffentlichen Wohlstand gibt, dass dieser Kapitalismus nach dem Prinzip funktioniert, Anhäufung von privatem Reichtum in wenigen Händen bei gleichzeitiger öffentlicher Armut. Aber die Frage des Öffentlichen einen großen Teil seines Lebensstandards ausmacht. Ob er einen guten Zugang zur Bildung und Erziehung hat, ob den alle gleich haben, ob der möglichst gebührenfrei ist, ob die Hartz-IV-Bezieherin den gleichen Zugang hat wie die Professorin. Das sind praktisch Elemente, finde ich, tatsächlich revolutionärer Realpolitik, weil sie die Prinzipien, die praktisch dieser neoliberale Kapitalismus über alle Bereiche erstülpen will, nämlich die Prinzipien von Profitabilität, von Markt, von Wettbewerb, von Effizienz im kapitalistischen Sinne begriffen, andere Prinzipien entgegensetzt, nämlich die Bedürfnisse und die Interessen der Leute. Und die verbinden sich eben in den konkreten Auseinandersetzungen. Und dort bildet sich dann auch das Klassenbewusstsein raus, wo man natürlich nachhelfen muss durch Aufklärung, aber eben auch durch Verbindung dieser Interessen, der Spaltung entgegenwirken und den Rechten, die auf diese Spaltung aufbauen und auch ihre rassistische Position vertreten, durch eine verbindende Klassenpolitik entgegentreten. Und insofern gibt es natürlich die Klasse nicht in dem theoretischen Sinn im richtigen Leben. Das ist natürlich ein theoretischer Begriff und niemand sagt, jetzt gehen wir raus und ihr seid alle eine Klasse und das müsst ihr doch endlich begreifen. Sondern das ist aber für uns ein wichtiger Begriff, weil man braucht einen Klassenbegriff, um auch zu wissen, gegen wen man kämpft und in welchem Interesse man kämpft. Aber man muss praktisch dieses Klassenbewusstsein in der Praxis herstellen, ja? Durch eine politische Praxis, die Klassenkämpfe vorantreibt und auch natürlich über die Systemgrenzen vorantreibt. Und ich glaube, dafür haben wir heute bessere Bedingungen und bessere Ausgangsbedingungen, weil es deutlich mehr Gruppen und Kräfte in der Gesellschaft gibt, die diese Auseinandersetzung auf verschiedener Ebene führen. Und es ist unsere Aufgabe, die eben zu bündeln zu einer großen Kraft, die dann natürlich, wenn sie genügend Einzelkämpfe führt, auch die Systemfragen stellen kann. Dankeschön, Bernd. Und damit sage ich auch danke für dieses wunderbare Podium. Thanks to you und danke an dich, Bernd. Danke an Titi und Sarah und danke an euch, die ihr euch in der Debatte beteiligt habt. Und auch nochmal danke an die Übersetzerinnen und Übersetzer, die dort hinten ganz wichtige Arbeit machen. Und auch danke an dieser Stelle an die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die das auch möglich macht, auch international über die Frage von Klassenpolitik, über die Frage von gemeinsamen Kämpfen halt auch hier zu debattieren, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Es hat das Podium auch für mich gezeigt, dass wir voneinander lernen aus den verschiedenen Ländern und auch gemeinsam stärker werden. Danke.